Nächster Redner, Matthias Strolz von den NEOS. Dankeschön, Herr Präsident. Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, volle Galerien heute, freut mich sehr. Viele junge Menschen auch an den Bildschirmen zu Hause. Wir verhandeln hier in einer aktuellen Stunde, in einer aktuellen Europastunde, die europäische und die internationale Dimension der Flüchtlingskrise. Wir machen es zum ersten Mal mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Das heißt, das ist erstmalig eine Premiere heute, dass wir diese zwei Parlamente in dieser Form verzahnen. Und ich finde das großartig. Und ich freue mich, dass Sie da sind, und zwar alle fünf. Schön, dass Sie da sind, diese fünf Fraktionen. Es ist das österreichische Parlament, und ich wollte Sie begrüßen auch. Ne? Ich glaube, ich wollte alle fünf begrüßen. Die Frage ist, warum gibt es keinen Begrüßungsapplaus? Dafür würde ich bitten, um die Fünfe. Dankeschön. Naja, ihr seid ein bisschen kleinlich, ne, heute. Schauen Sie. Na, ich denke, das ist ein ganzer... Ich würde das nicht verwitzeln. Ich glaube, das ist eine ganz ernsthafte Thematik. Die führt auch direkt ins Herzen dieses Tagesordnungspunktes. Wir müssen natürlich die verschiedenen Ebenen verzahnen. Wir müssen das österreichische Parlament in seiner Arbeit verzahnen mit dem Europäischen Parlament, weil wir gemeinsam zu Lösungen kommen müssen. Und wenn wir heute die Frage stellen nach der internationalen Dimension dieses Flüchtlingsstroms, der uns sehr beschäftigt in Österreich, dann wissen wir, dass eben die Lösungen nicht vor der Hand in Österreich liegen, sondern auf europäischer und auf internationaler Ebene. Was ist zu tun? Wir NEOS fordern seit Beginn unserer Bewegung, seit 3 Jahren, natürlich eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Wir können nicht sagen, wir geben nationale Grenzen auf und gleichzeitig sind wir nicht bereit und nicht fähig, die neue Außengrenze zu begreifen und zu schützen. Natürlich muss ein staatliches Territorium, auch eine Staatengemeinschaft, seine Außengrenze begreifen. Und natürlich müssen wir wissen, wer kommt über unsere Grenze, und das müssen wir auch registrieren und kontrollieren. Und das schaffen wir heute nicht. Und Herr Minister, liebe ÖVP, liebe SPÖ, die ja diesen Kontinent regiert, in vielen nationalen Regierungen, im Europäischen Parlament, in der Kommission, ich weiß nicht, wie uns das passieren konnte, dass wir nationale Grenzen aufgeben, was ich befürworte, dass die Rollbalken nicht mehr da sind am Walserberg, am Spielberg, am Brenner, Nickelsdorf. Aber gleichzeitig, dass wir nicht den Schritt getan haben, hier auch gemeinsam an die Außengrenze zu gehen und hier auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen natürlich Menschen, die diese Grenze passieren wollen, auch begrüßen und sagen, wer bist du? Ich will das wissen, ich muss das wissen. Und das schaffen wir heute nicht. Und das müssen wir dringend und rasch nachholen. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, gemeinsame Grenzkontrolle. Das, was nicht geschafft wird unter Führung der Sozialdemokratie und der Konservativen in Europa, ist, dass wir an der Außengrenze natürlich auch gemeinsame Aufnahmezentren haben für Asylwerber. Die müssen registriert werden beim Eintritt in die Europäische Union, und dann müssen wir sie gemeinsam aufteilen. So einfach ist die Lösung. Das liegt so auf der Hand. Warum wir es nicht machen, verstehe ich nicht. Wir müssen all jenen sagen, die illegal über die Grenze kommen, das geht nicht, und das werden wir als Europäische Union nicht akzeptieren. Gleichzeitig heißt das aber auch, wir müssen legale Wege für Asylwerber schaffen. Wir brauchen legale Wege für Asylwerber, die können ja nicht vom Himmel fallen. Das heißt, derzeit zwingen wir sie in die Illegalität. Wir zwingen sie in die Hände von kriminellen Strukturen, und das ist absurd. Nach jedem Blickwinkel, ob das ein menschlicher ist, ob das ein staatlicher ist, ist es absurd. Wir brauchen mehr internationale Hilfe. Wenn, Herr Minister, Österreich für das UNHCR weniger Geld zur Verfügung stellt als zum Beispiel private Spender aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann ist das natürlich eine Schande und ein Armutszeugnis. Und wenn wir die Flüchtlingslager in Jordanien, im Libanon, in der Türkei nicht stärken, wenn wir sie nicht unterstützen, dann werden diese Menschen aufbrechen. Das heißt, Europa muss endlich seine Verantwortung begreifen. Europa ist keine Insel. Wir werden von den Weltgeschehnissen heimgesucht werden. Und deswegen sind wir als glühende Europäer der Meinung, wir müssen auch stärkere Verantwortung übernehmen für das, was geschieht. Wir sollten abschließend natürlich auch
und hätten das schon machen sollen. Das war alles absehbar. Herr Minister, das war absehbar, dass das passiert. Seit 4 Jahren ist Krieg in Syrien. Wir brauchen natürlich Schutzzonen in Syrien. Wir brauchen Flugverbotszonen. Wir brauchen auch eine militärische Kapazität. Die Angelika Mlina hat es schon angesprochen vor 1,5 Jahren. Militärische Kapazität der Europäischen Union, wo wir diese Flugverbotszonen und bin am Ende und diese Schutzzonen auch mit gewährleisten. All das ist zu tun und das braucht einen aufrechten Gang für Europa. Dafür werden wir NEOS einstehen. Nun ist der Abgeordnete Christoph Hagen am Wort.